besser. Also ich muss sagen, mit dieser Waffe fühle ich mich echt sehr, sehr mächtig, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt hier bei Fallout. Na, ja, mach so. Warte kurz. Oh, die wollte ich auch mal wieder ausprobieren. Die ist echt gut. Was? Wer leidet? Wer leidest du? Oh, ich kann dir da Abhilfe verschaffen. Irgendwo da oben, aber den sehe ich jetzt gerade nicht. Das ist nicht so dramatisch. So, gucken. Oh, das ist auch gut, das Ding. Schöne Schussfrequenz. Das macht dann diese, ich sag mal, diesen schlechten Schaden wieder wett. Ne? Weil er halt entsprechend viel austeilen kannst. Und ich mag ja so Gatling-ähnliche Sachen. Sehr schön. Das ist echt schnieke. So, jetzt gucken. Ach, sie sind doch rund. Ich mag die gar nicht. So, hier ist auch nichts. Was soll das? Wahrscheinlich oben, ne? Ja, wir gucken mal nach oben, würde ich sagen. Na, hoffe ich. Also ich habe keine Lust, dass wir uns hier die ganze Zeit penetrieren. Ich stehe da nicht so drauf, ehrlich gesagt. Mal gucken. Hier hinten vielleicht lang. Auf jeden Fall etliche drin. Ich frage mich auch immer, warum die Supermutanten sich sowas dann zum Beispiel aussuchen. Ah, noch ein Stückchen. So. Mal schauen. Ah. Richtig, genau. So sehe ich das auch immer. Wenn man was wirklich schützen will, dann kauft man ein gutes Schloss dafür. Alte Weisheit. Oberer Schädelteil. Ich frage mich immer, was willst du damit? Hängst du das dann irgendwie an die Decke und freust dich einen Keks? Du musst das nicht tun. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man damit machen will. Irgendwas haben die hier Fieses gemacht, glaube ich. Sieht zumindest nicht so nett aus, ne? Aber ich glaube, hier sind wir ganz gut dran. Ist ein Medizinroboter? Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Abgeschlossen. Ha. Und das geht noch nicht? Tür des OP-Saals. Also irgendwo muss dann was sein, womit ich das aufkriege. Vielleicht hier hinten. Jupp, das sieht nicht danach aus. Ha, Mist. Ist da unten ein Terminal? Nee, anscheinend nicht. Hier vielleicht dann doch noch irgendwas. Warte mal, hier ist ein bisschen was. Schwierig. Boah, komm schon, los, geht auf. Hey, so, die sind auch weg. Also ich hoffe, da haben wir langsam alle. Also ich denke mal, der Big Boss hat hier entsprechend die Sachen. Hier vielleicht? Das sieht gut aus. Ah, da war der Schlüssel drin, glaube ich, gerade eben. Ich glaube zu sehen, dass ich gesehen habe, wo ist da der Schlüssel drin war. Gehen wir mal zurück. So viel Zeit verschwinden hier. Ich habe ja eh keine. Nein, Zeit ist von Menschen nicht vorüber. Zeit von Menschen beginnt erst. So. Ich sollte vielleicht einfach mal, damit ich auch den Helm benutzen kann und ein bisschen Licht habe, den noch aufsetzen. Hallo, sei willkommen in meiner Show. Ja.
Klein, aber fein, sage ich immer. Was haben wir hier? P-Terminal? Wahrscheinlich gar nichts. Oh komm, wir machen die Musik an. Sehr gut. So. Ach, ist auch noch versperrt hier. Was ist das denn? Andere Richtung? Remastered. da lässt man kein gutes Haar dran im Moment. Ich glaube, es wird sich auch nicht so bald ändern. Oh, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Jetzt gehe ich gleich down. So. Ich habe keine Muni mehr. Oh, doch, hier war welche. Ah, der andere da oben kann ganz schön viel ab. So. Los, Mann, los, Mann. Wo ist er denn? Ah, das ist hier geflohen, ne? Supermutant Vollstrecker, wo ist er denn hin? Ah, der kann am meisten ab. Das. Hier versteckt er sich. Ah, ich hab dich. Ich krieg dich. Du bist gleich da. Nachladezeit ist ein bisschen ätzend hier bei der Waffe, aber ansonsten ganz okay. So. Sieht ja echt schrecklich aus hier drin. Naja, wenn es sie glücklich macht. Mhm. Injektorgewehr, sehr schön. Aha, hier, Hochleistungsmagnet. Sehr schön. Dann haben wir doch das, was wir brauchen. Haben wir hier so ein Midi-Pack? Mhm. Oh, was ist denn das hier? Ein Raider. Okay, hat hier wohl zugeguckt. Ah, Klammerbox. Ah, der hatte sich hier eingeschlossen. Oder wurde eingeschlossen. Je nachdem. Anscheinend hat man hier auch eine Wand eingezogen. Ja, ja. Sehr schön, speichern wir mal schnell. Wir können auch langsam speichern. Kennt ihr das, wenn nicht der Fuß, sondern einzelne Zehen einschlafen? Oh, ich habe das gerade, dass bis auf den kleinen und den großen Zeh alle Zehen eingeschlafen sind. Es ist so ein ekliges Gefühl, aber nun gut. Was soll's? Man kann es ja nicht ändern. Irgendwie muss man da durch. Ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann. Also sowieso mit diesem Einschlafen. Ich glaube, ich muss das mal googeln. Das interessiert mich jetzt also mich gerade, was das eigentlich bedeutet, wenn etwas einschläft. Weil eigentlich ist das ja, war ich der Meinung, wenn die Durchblutung irgendwie versagt, dann kommt dieses Taubheitsgefühl aus. Deshalb ja dann auch, wenn man dann, zum Beispiel habe ich, dass ich relativ häufig mit verschränkten, also hinterm Kopf verschränkten Armen schlafe. Also ich lege mich nicht so hin, aber ich wache früh morgens auf und dann sind beide Arme total taub, weil halt dann anscheinend die Blutversorgung unterbrochen ist und halt eingeschlafen. Und dann, wenn ich die Arme wieder freimache, dann kribbelt das und dann bewegt das. Ich glaube, das war, wir können es ja mal nachgucken, wir können es gerne schreiben, aber ich bin der Meinung, das hatte was damit zu tun, dass, halt die Blutversorgung nicht mehr so gewährleistet ist. Ich glaube ja. So. Ah ja, hier steht's. Auslöser ist meist ein Nerv, der eingeklemmt oder dessen Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen beispielsweise durch eine ungünstige Sitzhaltung gestört ist. Das stört seine Fähigkeit, Informationen richtig weiterzuleiten. Ja, also genau das, was ich eigentlich gesagt habe. Bloß immer halt auch in Verbindung mit Nerven. Ja, aber okay, gut, dann lag ich richtig. Aber es ist trotzdem krass, ne, wie schnell das passieren kann, dass man einfach so knick, so Leitung abgeknickt. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, bei einer, wenn wir was aus dem Elektrobereich nehmen, ne, oder IT-Bereich, wenn du da eine Leitung abknickst, dass dann halt der Impuls nicht weitergesendet wird, ist meistens die Leitung hin an der Stelle mit dem Knick. Gerade Glasfaser ist da so mega empfindlich. Von daher, schon interessant, dass
das bei uns, bei unserem Körper, halt so entspannt.